Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, es wird mal wieder Zeit, etwas auszugraben. Und zwar heute mit dem T-Rex Dickhead. Hier können wir einen T-Rex ausgraben. Will ich doch gar nicht. Ein T-Rex, die waren doch super gefährlich früher, oder? In den ganzen Film, die sind super gefährlich und die will ich doch jetzt nicht extra ausgraben, oder? Naja, werden wir gleich schauen. Mit Dr. Cool hier, sehen wir hier unten. Und includes 3 real fossils. Okay, 3 echte Fossilien. Und ein 3D-Puzzle ist als Bonus dabei, Leute. Ist wahrscheinlich ab 6 Jahren geeignet. Sehen wir hier. Wir haben euch ja einige schon aus dieser Dickhead-Reihe vorgestellt. Und wir sehen hier jetzt mal die Rückseite. Oh, ein T-Rex, ein kompletter T-Rex mit 20 Teilen. Oh, okay. Werden wir dann wahrscheinlich auch noch machen. Im zweiten Teil, Leute. Hier sehen wir, was hier noch drin ist. Natürlich Werkzeug und wahrscheinlich wieder ein Digging Block. Und auch wieder 2 Guide Booklets. Das heißt, hier sind auch wieder zusätzliche Informationen zu Dinos oder zum T-Rex da. Und die heutige Mission steht natürlich unter dem Stern. Wir wollen Dinos ausgraben. Naja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wir schauen mal hier ran. Und was gibt's auszugraben? Was gibt's auszugraben? Dino-Poop. Nein, nicht schon wieder Dino-Kacke ausgraben. Das gibt's doch nicht. Schon wieder Dino-Kacke? Letztes Mal auch schon, jetzt auch. Und wieder ein Zahn und ein Knochen. Mal gucken, was dieses Mal rauskommen wird. Und hier sehen wir unseren Block diesmal ein bisschen anders. Letztens war es so ein cooler Dinosaurierkopf aus Gips. Und diesmal ist es so ein Gipsblock. Aber hier sind Knochen auch drauf. Wir müssen aber, ja, Kacke, einen Knochen und Zahn finden. Wir packen das gerade mal aus und während ich das auspacke, könnt ihr ja diesen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls euch YouTube nicht reicht, gerne auch Facebook und Instagram. Einmal unser offizieller Account, Spiel mit mir Kinderspielzeug, oder auch mein Instagram-Account, kan_xy. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum, genau deswegen. So, wir gehen nach unten. Wir sehen hier unseren Block. Dann sehen wir unser 3D-Puzzle. Das sind doch aber keine... Hä? Hier fehlen doch noch ein paar. Kann doch nicht sein. Oder? Ah, ein Moment. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Wir bleiben mal beim 3D-Puzzle. Es müssen eigentlich 20 Teile sein, aber... Naja, werden wir später prüfen. Ich glaube... Ah, nee, das sind keine 20 Teile, das sind noch weniger. Naja, egal, das sind vielleicht 20 Kleinheits. Jetzt bin ich da drauf hängen geblieben. Hier der Gipsblock, Leute. Können wir vielleicht schon... Können wir den aufmachen? Ich glaube schon. Wow! Wie aus der Urzeit, Mensch. Könnte auch ein riesiger Ziegelstein sein oder riesige Kacke. Naja, egal. Hier sehen wir jetzt unseren T-Rex als Knochen vor. Und hier drin verbergen sich unsere Schätze. Hier das 3D-Puzzle können wir vielleicht gleich schon machen. Und hier die zusätzlichen Informationen für unser Spielset. Echt eine Menge. Das ist immer eine Überflutung hier von neuen Sachen. Hier das Activity Booklet, wo wir auch was malen können. Oder auch, ah, das ist, glaube ich, ein Labyrinth. Ja. Oder auch hier noch weitere Fragen beantworten können. Alles auf Englisch. Aber wenn ihr vielleicht Englisch könnt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir bauen vielleicht jetzt gerade mal den T-Rex zusammen. Viele Teile sind hier, glaube ich, schon. Ja, viele Teile sind hier schon zusammen. Ah, okay, deswegen. Gut, ich denke, dass das hier dran kommt. Das hier ran. Es geht aber relativ schnell, weil die meisten Teile schon fertig sind. Und hier der T-Rex. Wobei, doch, T-Rex, hier haben wir ihn. Müssen wir deine Dino-Kacke finden? Das kann sein, Leute. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Heute mit dem T-Rex Dickhead werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ausgraben. Wir werden wieder zum Archäologen. Mit euch gemeinsam, Leute. Hier ist auch noch ein Pinsel dabei, eine Lupe und auch so ein Meißel. Kennen wir schon. Hammer brauchen wir eigentlich nicht, weil die eigentlich weich genug sind. Der gibt's hier. Werden wir beim nächsten Mal sehen, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen lupenreinen Daumen nach oben oder auch einen lupenreinen Daumen nach unten. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, einfach abonnieren, Leute. Abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!